findige Blogleser von mir haben es schon mitbekommen. Es gibt eine neue Kategorie, und zwar die Kategorie Messerkunde. Ich möchte euch jetzt gerne ein paar Messer vorstellen und was wir damit genau machen und was das für Messer sind, seht ihr in diesem Video. So, wie schon in meinem Textblock erwähnt, gibt es eine neue Rubrik, die auf tobias.grill.de Einzug hält, und zwar Messerkunde. Messerkunde ist halt logisch, da brauchen wir ein Messer zu. Davon habe ich jetzt hier von kochmesser24.de einige Messer bekommen. Ich habe die im Vorfeld schon mal aufgemacht, um zu prüfen, ob da auch wirklich alles drin ist. Zu einer Messerkunde gehören natürlich einige Dinge. Die befinden sich jetzt alle hier in diesem Karton. Und was das ist, zeige ich euch dann jetzt erstmal im Detail, wenn ich hier das Plastik rausgenommen habe. Was wir natürlich brauchen für die Rubrik ist natürlich Messer. Die sind dann in diesen Holzboxen drin. Das sind jetzt kein Messer. In dem Fall habe ich jetzt hier, steht hier in dem Fall das Chefskneifel oder beziehungsweise das Messer, das Kochmesser. Das haben wir in dem Karton. Dann haben wir hier noch ein Allzweckmesser. Das ist auch ein Kai-Messer, auch von der Tim Mälzer Edition. Und dann haben wir hier einen Schleifstein. Was das mit dem Schleifstein dann auf sich hat, das werde ich euch in den späteren Videos dann nochmal zeigen. Denn es ist halt sehr, sehr wichtig, ein scharfes Messer immer zu haben. Ich packe das jetzt nur mal kurz aus, um euch das zu zeigen. Das ist halt mit Halterung eine feine Körnung und eine grobe Körnung. Und was das alles, wie gesagt, auf sich hat, zeige ich euch in separaten Videos. Denn es ist halt wirklich immer wichtig, scharfe Messer zu haben. Packe ich jetzt hier erstmal wieder ein. Was wir dann noch brauchen für den Transport, ist dann hier eine Tasche. Stelle ich mal dahin. Dann haben wir noch extra zum Schleifen einen Winkelhalter. Das ist natürlich wirklich perfekt zum Schneiden auch. Und ja, wie gesagt, zeige ich euch in separaten Videos. Und dann habe ich hier noch einen richtig schönen großen Messerblock. Der ist auch von Kai, ist auch in der Tim Mälzer Edition. Ich kann euch das ja gleich dann nochmal auspacken. Den Schleifstein und die Schleifhilfe habe ich beiseite gepackt. Jetzt will ich euch gerne das Messer zeigen. Die sind alle schön eingepackt hier in Holz. Das ist richtig schön Holz. Das ist jetzt, wie gesagt, die Tim Mälzer Edition. Da sind ein paar Sachen drin, unter anderem Bedienungsanleitungen. Das heißt, wie man das Messer schärft, beziehungsweise wie man es pflegt etc. Kommen wir später nochmal drauf zurück. Dann haben wir hier noch ein kleines Kärtchen dabei, was es aus der Serie noch gibt. Und ja, man sieht anhand der Vielzahl, dass das nicht wenige sind. Dann haben wir das eigentliche Messer. Das ist jetzt Damaststahl und ja, wie soll ich sagen, das ist halt eines der schärfsten Messer, womit ich halt je geschnitten habe. Das ist jetzt hier oben noch richtig schön gehämmert. Der Nussgriff hier an der Seite ist halt sehr griffig und es liegt halt sofort so in der Hand. Das ist jetzt das Allzweckmesser. Kommen wir dann jetzt zu dem Kochmesser. Hier auch wieder eine richtig schöne große Holzverpackung. Unten drunter auch halt alles wieder mit Schaumstoff voll gemacht. Auch wieder das gleiche Heftchen wie bei dem Allzweckmesser. Halt auch, wie man es pflegt und wie man es handhabt. Und das ist dann hier jetzt die Haupt- oder die Sonderedition. Ist auch halt Damaststahl, gehämmert in mehreren Lagen. Super scharf, um ehrlich zu sein. Hier an der Seite, wie ihr sehen könnt, ist halt auch eine Nummer. Das ist jetzt die 0342. Das hat Folgendes zu sagen, und zwar gibt es weltweit wirklich nur 3333 Messer von dieser Edition jetzt. Hier drauf ist halt die Unterschrift von Tim Mälzer, und das waren dann jetzt die beiden Messer. Kommen wir dann jetzt zum Messerblock. Ich habe jetzt den Deckel mal aufgemacht von dem Messerblock, und wie man hier sehen kann, sieht man jetzt diese unterschiedlichen Messerarten, die es halt gibt. Das ist jetzt aus der Sun Premier Edition von Tim Mälzer, ist halt klar. Und hier unten sieht man ja halt noch, was es dann halt noch so gibt. Wasabi zum Beispiel. Dann gibt es die Sun Serie, die ich ja auch so schon immer benutze. Kommen wir auch später nochmal. Und ja, ich packe dann jetzt erstmal den Messerblock aus. Holen wir das jetzt erstmal raus. Das ist auch alles richtig schön mit Schaumstoff verpackt, damit alles nicht so hin und her rutscht. Und dann habe ich jetzt hier den Messerblock. Wir sehen, ihr könnt hier unten, der ist signiert. Und was da noch drin ist, ist ein weiteres Messer. Würde ich euch gerne zeigen.
Und zwar ist das hier dieses Sandoku. Ist auch ein Damaststahl. Messer, ist auch aus der Tim Mälzer Premier Edition. Und das Coole ist bei dem Messerblock, das ist magnetisch, das heißt, man kann die Messer einfach so hier dran machen und die bleiben da dran hängen. Was ich euch auch noch gerne zeigen möchte, und zwar sind das jetzt hier hinten an den Rückseiten von den Messern, ist jeweils immer so ein Emblem drauf. Das ist halt ein Kuhkopf oder ja doch ein Kuhkopf mit Messer und Gabel. Und ich finde es halt sehr cool, dass es zeigt dann halt auch nochmal, dass es halt aus der Premier Edition ist von Tim Mälzer. Da haben wir ihn also, den Messerblock mit den ganzen Messern dann da dran. Da unten sieht man jetzt auch nochmal eine Unterschrift von den Tim Mälzer. Und hiermit werden wir auf jeden Fall eine Menge Spaß haben. Ich sage wir speziell, weil ich nehme euch da jetzt halt auch mit, und zwar auf das, was ich angekündigt hatte, und zwar die neue Rubrik oder die neue Kategorie auf tobias.grill.de, die Messerkunde. Aber kommen wir jetzt erstmal zu der Tasche. Kommen wir denn jetzt zu der Tasche. Wie ihr wisst, bin ich halt sehr, sehr oft unterwegs und da ist so eine Tasche halt wirklich praktikabel. Möchte ich euch gerne einmal zeigen. Dazu die Tasche aufklappen, dann habt ihr hier nochmal so eine Sicherungslasche, die einfach zurückklappen. Und dann habt ihr hier eine Lasche, an der könnt ihr ziehen. Und ihr seht halt schon, hier unten sind halt ganz viele, Hartplastik-Manschetten. Da könnt ihr nämlich dann halt hier das Messer halt drauflegen, damit es nicht hin und her rutscht, beziehungsweise nicht durch den Stoff schneidet. Ihr habt hier hinten Laschen, um dann eben halt das Messer so weit wie es geht nach hinten zu drücken. Wenn das Messer hier schon so weit drin ist, dann könntet ihr dann halt rein theoretisch hier alle reinmachen und dann zur Sicherung oder zur Arretierung hier oben das halt wieder dran machen, und schon rutscht euer Messer auch nicht mehr so arg so doll hin und her. Einfach wieder hier oben drauf machen, die Tasche zumachen und schon habt ihr die Messer transportabel. Das waren sie, die Messer, der Messerblock und die Schleifhilfe bzw. der Schleifstein von kochmesser24.de. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, denn wir werden mit diesen Gerätschaften noch ganz, ganz viel Spaß haben, denn durch die neue Rubrik Messerkunde werdet ihr an das Thema Messer auch so ein bisschen herangeführt, und da werde ich euch dann auch zeigen, wie ihr die pflegt, wie ihr die schleift, wie ihr die zu handhaben habt und wie am besten die beste Schneidetechnik ist. Kommen wir jetzt zu dem Video selbst. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen für dieses Video. Falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr mich abonnieren. Das findet ihr ganz unten. Für weitere Tipps und Tricks oder eben jetzt halt auch für die Messerkunde, schaut einfach auf tobias.grill.de nach.